Das war der zweite. Dann machen wir doch mal weiter mit dem dritten. Your Opponent. Ich suche die raus. Warte mal. Ist der Visine Orb. Visine Orb. Die sind nur die Augen da hinten. Genau. Mit den Glubschaugen. Ja. Willst du machen? Kann ich. Dann machen wir immer abwechselnd. Oh je. Dann habe ich bestimmt der Dicke da in der Mitte. Der General. Der sieht schon nach General. Oh je. Der sieht mal ein bisschen hektisch aus. Der macht mich so nervös, strickt doch nicht mal mehr den Puck. Das ging noch. Der macht einen echt wahnsinnig da hinten. Und also, genauso wie sein Puck geht auch sein Ball. An dieser Stelle möchte ich nur sagen, Epilepsiewarnung und so weiter. Also bei dem Rumgeblinke kann ich das auch nachvollziehen, dass die das immer draufdrucken. Drucken ist eigentlich also heute immer noch? Nee, ja, heute, ja. Ich glaube schon. Also, wenn überhaupt noch gedruckt wird. Das ist ja eher so das Problem heutzutage. Ich meine, die Verpackung, die wir da hatten, war zwar merkwürdig, aber das war wenigstens noch eine Verpackung. Ja. Ist ja bei den modernen Spielen nicht mehr so selbstverständlich. Er kommt. Du musst jetzt nicht beiseite gehen. Ja, der war so langsam, dass man aus Versehen, also man zuppelt hier halt, guck mal, ich kann auch wie wild rumruckeln. Also man quält sich so ein bisschen den, wenn man ihn anschneiden will, auch richtig anzuschneiden. Also wir sehen, wir haben das früher schon mal gespielt, wir sind gar nicht so schlecht, wobei, wenn jetzt mal die kniffligen Gegner kommen, dann wird das, glaube ich, wieder ganz gleich von alleine viel interessanter. Ja. Der hält ja mal. Halten tut er gut, aber guck mal diesen Kuller-Puck an. Ist ja kein Ball. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das da, also weil dieses Jahr war ja WM, das könnte der Philipp Lahm sein, oder? Großer Augen. Und kann nicht über den Tisch gucken. Entschuldigung an dieser Stelle. Wir sind Weltmeister, das darf man jetzt auch. Ja. Also wenn wir schon Weltmeister sind, dann werden wir wohl auch hier dieses... Hagen, was machst du? Willst du es nochmal spannend machen? Wir hätten die wenigstens Werbung jetzt auf den Puck gedruckt oder so, dann könntest du wenigstens sagen, okay, es wird noch irgendein... Ich habe es auch getroffen. Das Interessante ist ja, dieses ringsherum, also es ist ja der reine Fokus, ja, du bist hier so konzentriert auf dieses Spiel und das ringsherum nur schwarz ist. Du siehst schon gar nichts mehr von der Umgebung, so konzentriert ist man hier. Stimmt, also die hatten noch nicht mal die, wie bei Formel 1 Spielen, so Bandenpublikum, nenne ich es jetzt mal so, so schlierige, bunte Masse. Ja, ich hätte jetzt irgendwie vielleicht erwartet, dass man den Club sieht und Leute, die an der Seite zugucken und sich auch mal rühren. Aber es ist halt ein relativ... Was ist denn das wieder für ein Puck? Es ist halt ein relativ simples Spiel. Ja, aber es ist schon mal gut für so eine kleine Partie zwischendurch. Ich habe jetzt versucht mit so einem ganz langsamen Schieber. Er war fast überfordert. So, einen noch. Wackeldackel. Ding, 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 nein. Ding, ding, ah, ding, ding, ding. So. Ah, Gott. Dafür war der echt übel mit diesem Rumgezapple da. So, der nächste ist... Entschuldigung. Jetzt kommt mal der Anleitung folgend. Also wir gehen jetzt sozusagen der Reihenfolge der Charaktere einfach nur hinterher. Und jetzt kommt Winnie the Dweeb. Sieht aus wie so ein Riesenteddy da hinten, der so böse guckt. Der da, ja. Okay, machen wir mal den Winnie. Und der ist Student. Aha, was für ein Student ist denn der? Der macht Peace. Universität von Xütlpü. Xütlpü? L am Ende, Dennis. L. Bitte genau aussprechen, ja. Xütlpü. Ja? Der ist schon gar nicht so. Der ist gut in Physik. Aber jetzt guckt er auch gar nicht mehr wie Samson da eben, also aus der Sesamstraße. Ah. Gibt's die eigentlich noch? Ja. Die gibt's noch, ja. Ach stimmt, genau, da haben sie ja erst letztens festgestellt, dass Krümelmonster nicht mehr gut fürs amerikanische Publikum, also Kinderpublikum ist, weil Krümelmonster halt Kekse und alle werden immer nicht dicker und... Hat er nicht eine Zeit lang irgendwie Gemüse gegessen? Aber inzwischen ist er wieder Kekse. Ist er? Ist er wieder drin? Ja, ja, da gibt's, es gibt sehr coole Sesamstraßen-Filmparodien zum Beispiel bei YouTube. Also am offiziellen Sesamstraßen-Kanal
Was habe ich dazu? Hunger Games zum Beispiel, eine Hunger Games Parodie. Also kann ich sehr empfehlen. Also guck mal YouTube, Sesamstraßenkanal. Vielleicht denken wir auch dran, das zu verlinken. Da gibt es sehr schöne Krümelmonster-Videos. Vor lauter Krümelmonster hätte ich beinahe den Keks hier durchgelassen. Du lederst den aber ganz gut ab, den Keks. Ja, aber es wird langsam, man muss schon ein bisschen mehr... Es wird anspruchsvoller. Ja, bleibt dir jetzt auf dem Fersen. Boah, vor allem diese arrogante Wedeln da. Ja. Oh. Gewartet, bis er in der anderen Ecke war. Aha. Boah, jetzt hast du ihm sogar noch ein FE gegeben, ha? Das ist jetzt die neue Technik, hä? Beim Aufschlag warten, bis er in der anderen Ecke ist. Jetzt bist du nicht mehr abgelenkt durch mich und jetzt geht das auch. Meinst du jetzt, wenn wir nicht mehr über Krümelmonster reden? Na? Jetzt hol ihn doch mal da raus. Ja, es ist ja schlimm hier. Schnick ihn nach rechts. Genau, das war's. Ich überlege die ganze Zeit, an wen der mich erinnert. Der sieht irgendwie aus wie... Ein Schwein? Meinst du? Oder ist es... Was soll denn das sein? Ist es ein Hund? Schweinehund. Nicht auf den Gegner konzentrieren, auf den Puck. Entschuldigung. Auf den Puck. Oh Gott. Puck ihn rein, komm. 12 haben wir schon. So. Von dieses ganz klassische Plock Plock der Holzbande. Weißt du, heutzutage hast du ja nur. Heute hast du ja nur diese Plastikdinger da außenrum. Ja, das ist halt noch hier noch Qualität. Ja. Jetzt komm. Einen noch. Jetzt komm. Schenk ihm keinen mehr. Langsam hast du so ein bisschen... Jetzt. Ha, geschafft. Er hat mir die Zunge rausgestreckt, hast du das gesehen? Ja. Schlechter Verlierer. Ja. Unverschämtheit. Ja, dann weiter. Dann sind wir jetzt bei Lexan Smythe Worthington. Der müsste der junge Mann ganz links außen mit der sehr verlängerten Gesichtsform sein. Mhm. Ja, dann... Mr. Smythe Worthington. Dann schauen wir nochmal. Ach, guck mal. Er zwinkert schon. Er zwinkert schon. Ach so, das Zwinkern wird ihm schon noch vergehen. Ach, guck mal, Mr. Smythe Worthington. Lexan. Okay, ich höre auf mit dieser Mausklickerei, das macht mich nur nervös. Ja. Oh. Und er hat seinen Sekt dabei. Nein! Es prickelt. Hagen, was ist da los? Ich lasse ihm so ein bisschen Vorsprung. Ich versuche ihn in Sicherheit zu wiegen und dann... Was? Merkst du, dass er zwischendurch, immer wenn er einen Punkt macht, dass er dann ein Stück aus seinem Sektkelch nimmt? Dennis, ich habe zwar genug Optionen, das gibt's doch gar nicht. Ja, das liegt nur daran, dass der Dennis eben mir den letzten Opponent sozusagen, also den letzten Gegner, der Dennis hat ja mehr geübt jetzt sozusagen. Ja, ja, deswegen... Du hast genauso viel gespielt wie ich. Ja, aber du hast die schweren Gegner gehabt. So. Jetzt, ich habe einen Punkt gemacht. Ich habe einen Punkt gemacht. Schon zwei. Ja, jetzt hast du den Dreh raus. Jetzt ist die Faxendicke da. Immer in der letzten Sekunde mit der Maus verruckelt. Machst du doch wieder mit Mausklick. Ja, ich denke, du hast ja eben mit Maus dauernd gewonnen. Oh, der fischt den da hinten noch raus. So, der ist schon gar nicht so schlecht.
Der wehrt sich echt wie wild. Jetzt. Und ich bin immer noch hinten. Okay. Jetzt Gleichstand. Ja, es sieht einfach aus, aber es ist so einfach ist es gar nicht. Weil der Puck auch nicht so ganz leicht zu kontrollieren ist. Hagen ist in Führung. Ja, aber das ist schon eine sehr schweißtreibende Angelegenheit hier. Also wer sagt, das ist so super einfach und ganz entspannt und leicht? Also ich darf den Spielern hier, da darf man, muss man, da ist volle Konzentration gefragt. Und der bremst den immer so ab irgendwie. Ja, der blockt einfach nur. Der konzentriert sich eigentlich noch nicht mal so drauf, selbst viele Punkte zu machen. Sondern einfach nur zu blocken. Zu blocken. Die Maus schreit schon. Mein Nervenkostüm übrigens auch. Quälung, Quälerei fürs Gerät. Wobei bei Quälerei fürs Gerät fällt mir immer die Maus, die Joysticks von damals an bei Winter Games oder ja, so. Ja, okay, das war ja ganz, ganz übel. Ja, also wer sich noch erinnert an Winter Games, Summer Games oder Decathlon war, glaube ich, das Allerübelste, wo man gesteuert hat mit Joystick-Rütteln. Ich weiß nicht, wie viele Joysticks mir dabei zerbrochen sind. Ja, wo man einfach oben den Knüppel abgedreht hat eigentlich. Die Federn, die da drin waren. Irgendwann bin ich auf Competition Pro umgestiegen mit Mikroschaltern, die haben das nämlich ausgehalten. Ja, das war denen auch, glaube ich, der primäre, wie sagt man das, der Marktvorteil von denen. Ne? Ja. Ich meine, dieses Standard-Klickern. Ha. Du kriegst den. Wenn ich den Puck treffe. Der bremst aber echt, ne? Und ich versuche, der ist aber echt gut. Gute Hand-Augen-Kombination, Mr. Smythe Worthington. Der dritte, vermutlich noch. Nein! Weggezuckt! Direkt wieder einen Schluck genommen. Nix. Einen schaffst du jetzt noch. Ich glaube, es gibt bestimmt eine saugute Taktik gegen den, aber ich habe mich einfach jetzt so durchgekämpft. Ja, eine witzige Sache noch zu dem, also wir haben es jetzt nicht so gesehen, weil Hagen relativ gut war gegen den. Der trinkt ja immer nach jedem Punkt, den er gewonnen hat, nimmt er einen Schluck. Und das senkt seine Spielstärke ab. Das heißt, er ist ganz am Anfang am stärksten, deswegen macht er am Anfang erstmal Punkte. Und je mehr Punkte er macht, umso schlechter wird er, weil er halt besoffen wird. Ja, deswegen, cooles Feature. Ja, deswegen eben am Ende ist er besoffen umgekippt. Aber tatsächlich, wenn der so 10 Punkte oder sowas hat, dann wird er relativ einfach. Ja. Aber nicht, dass ich besser geworden bin. Nein, er ist einfach nur schlechter geworden. Nee, aber Respekt, du hast ihn sehr früh schon besiegt. Ja, also da... Ich bin stolz.